Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der CapTrader GmbH zu dem heutigen Ninja Trading Webinar, welches wir gemeinsam mit Christoph Radecker und Daniel Sinnig durchführen, die ich natürlich auch beide recht herzlich hier auf diesem Wege begrüße. Wir hatten ja schon eine Reihe von Webinaren und ich zeige nochmal ganz kurz die Themen, die wir bisher behandelt haben, und natürlich auch das Thema des heutigen Webinars. Bevor ich allerdings loslege, wollte ich einfach nochmal kurz in die Menge fragen, ob Sie mich verstehen können. Vielleicht können Sie mir dann kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit passt. Dann weiß ich, dass von der Technikseite her alles in Ordnung ist. Die Chatfunktion können Sie auch dann im Laufe des Webinars natürlich nutzen, um Fragen zu stellen. Und ja, dann kann man individuell auf Ihre Fragen natürlich eingehen. Okay, vielleicht kurzes Feedback, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Ich sehe Vielleicht dich. kurz. Okay, ja, okay, super. Danke. Genau. Jetzt schreiben schon einige rein. Okay, super. Perfekt. Ja, wir hatten also jetzt hier schon am 30. April mit dieser Reihe begonnen und hatten erstmal so ein Getting Started. Ja, hier steht es ja bei uns auf der Homepage. Dann Backtesting von Strategien und heutiges Thema ist halt das Bauen von Strategien mit dem Strategy Builder, ja, als Schwerpunkt, aber da wird Daniel noch mehr zu sagen. Die Aufzeichnung, ja, die finden Sie hier. Unterhalb vom Text gibt es ja einen Button zur Aufzeichnung. Ja, der letzten Webinare. Und da wird auch das heutige Webinar beziehungsweise die Aufzeichnung des heutigen Webinars dann reingestellt. Also hier sehen Sie dann, kommen Sie direkt auf den YouTube-Kanal, ja, wo Sie natürlich dann vorspulen können oder die Themen sich anschauen können, die Sie besonders interessieren. Alternativ über den Punkt Training Videos, ja, haben wir natürlich auch eine eigene Kategorie hier rechts, wo wir die Ninja Trader Videos halt reingestellt haben. Ja, und da sind auch die letzten beiden Teile im Archiv aufgeführt. Okay, das war's von meiner Seite. Ich will Sie gar nicht lange jetzt hier auf die Folter spannen. Ich freue mich, dass Daniel und Christoph hier dabei sind und dass Sie durch das Webinar begleiten. Ich glaube, schwerpunktmäßig wird Daniel das machen. Deswegen, ich glaube, zu Daniel, zu dir würde ich jetzt auch als erstes rübergehen. Ja, hallo alle zusammen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, langes Pfingstwochenende und ich freue mich, ja, dass Sie alle hier sind zu einem sehr spannenden Thema, zum Thema der Erstellung von Ninja Trader Strategien mit dem Strategy Builder, ja, ohne Programmierkenntnisse, was ganz wichtig ist. Und ja, ich teile jetzt mal ganz kurz meinen Bildschirm und ich hoffe, dass Sie ihn auch sehen können. Eine Sekunde. So. Super, ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Christoph, kannst du ihn sehen? Genau, ich sehe den Bildschirm. Ich sehe allerdings die PowerPoint noch nicht gestartet. Also das ist Oh das ja, Problem. eine Sekunde, das passiert jetzt sofort. Okay, Okay. super, jetzt Genau. im Vollbildmodus. Okay, bevor wir anfangen, noch eine kleine Warnung, eine Risikooffenlegung. Wie Sie sicher wissen, ist der Handel mit Futures, CFDs, Forex, aber auch Aktien mit Risiko verbunden und daher nicht für jeden Investor geeignet. Es kann sein, dass Sie mehr als Ihr eingezahltes Kapital verlieren und sollten damit nur mit Risikokapital spekulieren. Das heißt, Kapital, das selbst wenn Sie es verlieren sollten, birgt keine Änderung in der Finanzsituation in Ihrem Leben wieder. Hypothetische Performance, das heißt Performance, die durch Backtests erzielt werden, haben Einschränkungen. Ja. Viele Sachen, die im Live-Markt passieren, können durch Backtests nicht wiedergegeben werden. Ja, die Fields werden anders sein. Der Markt ja, ist nicht so granular behandelt im Backtest, wie er eigentlich ist. Ja. Es kann sein, dass Fields schlechter sind oder vielleicht auch besser sind. Und das heißt, dass ein hypothetischer Track Record, der über Backtests ja, generiert ist nicht unbedingt das widerlegt, was auch wirklich im Markt passiert wäre. Und Sie wissen natürlich, dass eine in der Vergangenheit erzielte Performance keine Garantie für Gewinne in der Zukunft sind. Okay, gut. Heutiges Thema ist die Generierung oder das Erstellen von Ninja Trader Strategien. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd.
Ich entwickle mittlerweile seit fast 10 Jahren Strategien für Handelssysteme. Ja, sehr viele Strategien für NinjaTrader, aber auch für andere Plattformen. Wenn ich diese Strategien entwickle, nehme ich typischerweise direkt den Code-Modus. Ich programmiere sie und nutze nicht diese automatischen Systeme zur Erstellung von Strategien, wie zum Beispiel der NinjaTrader Strategy Builder. Das heißt aber nicht, dass diese nicht dazu geeignet sind, um auch wirklich komplexe Strategien erstellen zu können. Ja, das geht durchaus, das werde ich Ihnen in diesem Webinar auch vorstellen. Warum nehme ich sie nicht? Ja, das hat mit meiner Ausbildung zu tun. Ja, meine Erfahrung, ich bin halt etwas schneller im Code-Modus. Das ist mein Steckenpferd, das mache ich schon seit Jahren. Das ist für mich etwas geeigneter. Ja. Gut, also. Heutiges Thema ist die Erstellung von NinjaTrader-Strategien. Und diese Strategien sind automatische Handelssysteme. Was unterscheidet ein automatisches Handelssystem von einem manuellen Handelssystem? Das ist relativ einfach. Bei einem automatischen Handelssystem werden die Einstiege sowie auch die Ausstiege von einem Handelsroboter, das heißt von einem Algorithmus, ausgelöst. Ja, während beim manuellen Handel werden diese Einstiege und Ausstiege getan. Der automatische Handel hat eine Reihe von Vorteilen. Ja, zum einen lassen sich automatische Handelssysteme sehr gut testen. Ja. Man kann diese auf historische Daten anwenden und kriegt dann einen hypothetischen Track Record. Wie hätte denn dieses Handelssystem in der Vergangenheit performt? Ja, und aufgrund dieses Track Records kann man dann sich Kennzahlen berechnen lassen, die einem eine gewisse Erwartungshaltung geben, wie könnte meine Strategie in der Zukunft performen. Automatische Handelssysteme haben die Möglichkeit, kontinuierlich, das heißt pausenlos, den Markt nach Einstiegsmöglichkeiten zu beobachten. Das geht natürlich bei manuellen Ansätzen nicht. Man muss schlafen, man geht raus aus dem Haus, man kann nicht 24 Stunden lang vor dem Rechner sitzen. Automatische Handelssysteme handeln auch, wie ich hier so schön geschrieben habe, emotionslos. Hört sich auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr positiv an, ist aber durchaus von Vorteil beim Handel. Ja, wie Sie es vielleicht kennen, ein Trade gegen Sie geht, wenn er negativ ist, dass Sie vielleicht diesen Trade aus Panik früher zu machen, als Sie es müssten, ja. Oder auch umgekehrt, wenn jetzt ein Trade im Plus ist, dass man den Gewinn vorzeitig bucht, dann stellt den Trade offen zu lassen, um vielleicht noch mehr Gewinn einzufahren. Ja, dieses Risiko hat man bei automatischen Handelssystemen nicht. Ja, die handeln immer nach Plan. Ja, man gibt diesem Handelssystem eine Strategie vor, nach der gehandelt wird. Und diese Strategie wird dann auf den Punkt genau gefolgt, ja, ohne irgendwelches Abweichen. Das kann natürlich auch Nachteile haben. Ja. Zum einen muss man für automatische Handelssysteme ganz präzise, das heißt mathematisch, die Einstiegslogik sowie auch die Ausstiegslogik definieren. Ja, das geht nicht immer, vor allem bei Ansätzen, die mehr aus dem Bauchgefühl passieren, ja, wo man auf die Erfahrung des Traders setzt oder auf Sachen, die sich schlecht beschreiben lassen, ja, die einfach mehr auf der Intuition beruhen. Automatische Handelssysteme haben auch Schwächen in der Mustererkennung. Das menschliche Gehirn tut sich da etwas einfacher, um zu erkennen, ist dieser Kurs gerade dann am Uptrend, sind wir gerade in einem Rechtecksverhältnis oder gibt es einen Head-and-Shoulder-Pattern? Ja, das lässt sich manuell einfacher erkennen als durch automatische Systeme. Und oftmals, um automatische Handelssysteme zu kreieren, muss man Programmierkenntnisse haben. Ja, es sei denn, und das ist das heutige Thema, man nimmt den NinjaTrader Strategy Builder. Gut, das ist eine Funktion, die es seit, mindestens die Version 7 im NinjaTrader gibt. Und diese Funktion, ich schalte jetzt mal ganz kurz rüber, lässt sich über das Kontrollzentrum im NinjaTrader öffnen, indem man einfach auf Neu geht und dann ganz nach unten auf diesen Strategy Builder. Ja, das werde ich nachher auch gleich ausführen. Bevor wir das aber tun, werde ich noch ganz kurz erklären, was wir heute eigentlich vorhaben. Ja? Also wir werden ein automatisches Handelssystem kreieren und dafür werden wir einen Klassiker nehmen. Wir werden den Moving Average Crossover neu erstellen und vielleicht auch etwas verbessern. Dazu mache ich jetzt erstmal eine Chart auf. Ich werde mir
die S&P E-Minis raussuchen, ES. Und die Chart werde ich auf Minutenbasis, auf 15 Minuten Basis öffnen für die letzten 50 Tage. Ja, das öffnet jetzt meine Chart. Super. Handelssysteme, automatische Handelssysteme werden immer auf Charts angewendet. Ja, um so ein System anzuwenden, Rechtsklick auf die Chart. Sie gehen zu Strategien. Das öffnet jetzt einen weiteren Dialog. Und hier haben Sie eine Auswahlmöglichkeit, welche Handelssysteme zurzeit gerade in NinjaTrader installiert sind. Ja, es gibt eine Reihe von vorinstallierten Handelssystemen. Das sind diese ersten vier hier, diese Beispiel-Handelssysteme. Und ein solches Beispiel ist dieses MA-Crossover-System. Das wähle ich jetzt einmal aus. Wie gesagt, das ist schon vorinstalliert. Ja, ich werde es aktivieren. Hier kann man über die Parameter die schnelle Periode für den Moving Average eingeben, sowie die langsame Periode. Drücke OK. Wenn alles funktioniert, werden wir jetzt gleich ein paar Trades auf der Chart sehen. So, wie funktioniert dieses System? Es ist sehr einfach. Wenn der schnelle Moving Average, ja, ich suche mal mein Beispiel raus. Warten Sie eine Sekunde. Ja, wenn der schnelle Moving Average, das heißt der die gelbe Linie in diesem Fall, unter den langsamen Moving Average, das ist diese grüne Linie, kreuzt, wird eine Short-Position aufgebaut, wie man hier sieht. Geschieht das Umgekehrte, wenn die gelbe Linie, das heißt der schnelle ME, über den langsamen kreuzt, wird eine Long-Position aufgebaut und die vorherige Short-Position vorher geschlossen. Ja, und das geht dann immer so weiter, ja, bis zum Ende hin. Ja, bei jedem Kreuz wird eine neue Position aufgebaut und die, ja, die vorherige Position wieder geschlossen. Gut, so, diese Strategie werden wir jetzt ja, nachbauen mit dem Strategy Builder. Gut, dazu gehen wir jetzt wieder zurück zum Kontrollzentrum, ja, und öffnen unseren Strategy Builder. Eine Sekunde, das öffnet jetzt ein weiteres Fenster. Da ist er. Ja, super. Okay, und als erste Auswahlmöglichkeit haben wir hier die Auswahl, eine neue Strategie zu erstellen oder eine bereits vorhandene Strategie zu ändern. In diesem Fall werden wir eine neue Strategie erstellen und klicken auf Nächste. Ja, und als erstes geben wir den Namen unserer Strategie ein. Wir werden sie CapTrader CT ME Crossover nennen. Ja, und gehen auf Nächstes. Gut, als nächstes geben wir an, welche Berechnungsmethode für diese Strategie verwendet werden soll. Ja, wollen wir die Berechnung neu ausführen nach jedem, ja, nach dem Schluss jeder Kerze oder wollen wir innerhalb der Kerze nach jedem Tick eine Neuberechnung durchführen? Für den Moving Average Crossover reicht es vollkommen aus, diese Berechnung nach dem Ende jeder Kerze, nach dem Schlusskurs durchzuführen. Und wir klicken auf Nächstes. Hier können wir angeben, ob wir zusätzliche Datenreihen in unsere Strategie einbauen wollen. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Ja, man bräuchte diese Möglichkeit, wenn man zum Beispiel seine Signale, sagen wir, auf einem Index berechnen lässt, ja, wie zum Beispiel den Spider-Index, aber den Trade dann auf einem Future-Symbol oder auf einem Aktiensymbol ausführen möchte. Ja. Dazu würde man praktisch diesen Spider-Index als zusätzliche Datenreihe hier reinladen. In unserem Fall ist es jedoch nicht notwendig. Gut, und wir können auf Nächstes klicken. Hier geben wir jetzt an, welche Nutzerparameter diese Strategie benötigt. Ja, falls Sie sich vielleicht erinnern, die vorinstallierte Moving Average Strategie hat als Parameter die Periode der schnellen MAs und die Periode des langsamen MAs. Ja, und genau das gleiche werden wir jetzt auch hier kreieren, indem wir auf Hinzufügen klicken. Ja, und hier haben wir jetzt einen Auswahldialog, in dem wir zunächst den Namen des Parameters angeben. In dem Fall werde ich sagen, die Fast Period, das heißt die Periode des schnellen Moving Averages. Als nächstes geben wir den Datentyp an. Ja, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, um diesen Datentyp zu bestimmen. Ganz kurz,
Int bedeutet hier eine ganze Zahl. Ja, das sind praktisch, das sind Zahlen ohne Dezimalstellen, zum Beispiel 10, 30, 50 und so weiter. Double bedeutet eine gebrochene Zahl, zum Beispiel 15,34 oder minus 2,5. Ja. Das ist besonders geeignet, wenn man jetzt prozentuale Angaben machen möchte. Bool bedeutet, ja, das ist ein Parameter, der entweder wahr oder falsch ist. Zum Beispiel, ja, möchten Sie nach Sessionschluss Ihre Position zumachen? Ja, das ist entweder ja oder nein. Es gibt keine anderen Auswahlmöglichkeiten. Das bedeutet dieser Bool-Parameter. String sind Texteingaben. Ja, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir, die Trades in einer Datei abspeichern möchten und diese unter den Dateinamen als Nutzerparameter angeben, dann müsste man String auswählen und Time ist die Zeit. Ja. Wenn man zum Beispiel angeben möchte, dass ja kein Trade vor, sagen wir, 15:45 aufgemacht werden soll oder alle Trades um 18 Uhr wieder geschlossen werden sollen. Ja, und wenn man das als Nutzerparameter eingeben möchte, müsste man den Datentyp Time hier auswählen. Gut, aber uns geht es ja um die Periode des schnellen Moving Averages. Ja. So, das sind das sind die Perioden und das sind ganze Zahlen. Das sind immer ganze Zahlen, die sind nie gebrochen. Deswegen wählen wir jetzt hier auch Int, Integer auf Englisch, als Datentyp aus. Ja, unter Standard geben wir an, was soll die vordefinierte Periode sein, die standardmäßig, wenn man die Strategie neu auf eine Chart anwendet, die sich voreingestellt ist. In dem Fall sagen wir, ja, standardmäßig, wir nehmen den MA auf 25. Für den schnellen. Min ist der minimale Wert, also die Periode muss mindestens 1 sein, das lassen wir so, wie es ist und klicken auf OK. Ja, das ist jetzt, haben wir einen Parameter hinzugefügt, jetzt benötigen wir auch noch den Parameter für die langsame Periode. Also wieder auf hinzufügen, Name ist Slow Period, ja, wieder als ganze Zahl, als Integer und standardmäßig müsste diese höher sein als die schnelle Periode. Hier nehmen wir einen Wert, sagen wir, als 50. Das können Sie natürlich wählen, wie Sie wollen, ja. Und klicken auf OK. Gut. Soweit, so gut. Jetzt haben wir unsere Parameter hinzugefügt und wir können als auf Nächstes klicken. Ja, so die Logik für unsere Strategie wird in diesem Feld definiert. Das heißt Bedingungen und Aktionen. Hier definiert man, unter welchen Bedingungen soll welche Aktion ausgeführt werden? Okay, denken wir noch einmal ganz kurz drüber nach, was passiert hier eigentlich? Ja? Also wir wollen eine Langposition aufmachen, ja, wenn der schnelle ME, ja, zum Beispiel hier, über den langsamen ME kreuzt, dann kaufe. Und umgekehrt, ja, wenn der schnelle ME unter den langsamen kreuzt, dann verkaufen. Ja, ist eigentlich relativ simpel. Gut, wie können wir das angeben? Ja, dazu klicken wir hier auf Hinzufügen. Wir fügen praktisch eine Bedingung, die erfüllt sein muss, hinzu. Ja, in dem Fall ist unsere erste Bedingung, der schnelle Moving Average, ja, soll über den langsamen Moving Average kreuzen. Okay, so wie geben wir das an? Die Moving Averages sind als Indikatoren in NinjaTrader schon vorinstalliert. Ja, deswegen klicken wir hier auf die Indikatorbox und sehen jetzt, was sind alle vorinstallierten Indikatoren im NinjaTrader. Jetzt scrollen wir runter, bis wir unseren Moving Average finden, in dem Fall den SMA, ja, und wählen SMA aus über einen Doppelklick. So, jetzt kann man hier unten die Parameter für diesen SMA eingeben. In diesem Fall möchten wir gerne diesen SMA auf der Chart angezeigt haben, wenn die Strategie angewendet ist. Ja. Und wir lassen ihn als gelb. Das ist die Farbe, die wir jetzt auch hier schon als die Farbe unseres schnellen Moving Averages haben. Ja, gelb ist okay. Und für die Periode, ja, die ist vorinstalliert 14, aber das wollen wir über unsere Nutzerparameter bestimmen. Ja, wie machen wir das? Indem wir hier auf Set klicken. Ja, und jetzt öffnen Sie die Benutzereingabe, das Fenster hier, und gehen auf unsere Fast Period, ja, die schnelle Periode, und klicken auf OK. So, gut, das ist unser schneller Moving Average.
Dieser soll jetzt über den langsamen Moving Average kreuzen. Dazu wählen wir jetzt hier auf der rechten Seite den langsamen SMA aus. Also wieder auf Indikator, wieder runter zu SMA. Gut. Ja, das auch auf der Chart angezeigt werden. Wir werden diesen als grün darstellen. Die Farbe können Sie natürlich frei wählen. Ja, und die Periode wird über die Benutzereingabe festgelegt, in diesem Fall unsere Slow Period. Und klicken auf OK. Gut, jetzt haben wir links unseren schnellen SMA und rechts unseren langsamen SMA. Jetzt müssen wir nur noch festlegen, dass der schnelle SMA über den langsamen SMA kreuzen soll. Wie machen wir das? Das wird über diese Dropdown-Box in der Mitte gemacht. Ja? Hier klicken Sie auf diesen Pfeil und wählen eine Bedingung aus. In diesem Fall soll der schnelle SMA nach oben über den langsamen SMA kreuzen, also nach oben kreuzend auswählen. Gut, dann können Sie auf OK klicken und wir haben jetzt diese Bedingung erfolgreich hinzugefügt. Gut, das ist unsere Wenn-Bedingung. Als nächstes müssen wir unsere Aktion definieren. Ja, welche Aktion soll ausgeführt werden? Wir wollen einen Kauf tätigen. Ja, so klicken wir hier auf Hinzufügen. Wir gehen zum Auftragsmanagement und eingehen einer Long-Position. Doppelklick und auf OK klicken. Gut, das ist die Bedingung und die Aktion für unseren Long-Einstieg. Das Gleiche müssen wir jetzt auch nochmal reproduzieren für unseren Short-Einstieg. Wie machen wir das? Wir fügen eine neue Menge an Bedingungen und Aktionen hinzu und drücken auf dieses Pluszeichen hier. Eine zweite Menge. Unter Bedingungen fügen wir jetzt wieder unseren schnellen SMA. Ich mache das mal relativ schnell. Und einen schnellen SMA mit der Periode der Nutzereingabe Fast Period und unseren langsamen SMA hinzu. So. In dem Fall auch mit der Periode des Slow Period von der Benutzereingabe. Klicken auf OK und als Bedingung in der Mitte erfordern wir jetzt, dass der schnelle SMA nach unten über den langsamen SMA kreuzt und klicken auf OK. Gut, das ist unsere Bedingung und die Aktion in diesem Fall ist das Verkaufen. Ja, wir klicken auf Hinzufügen, Auftragsmanagement und Eingehen einer Short-Position und klicken auf OK. Gut, damit belassen wir es erstmal und wir werden jetzt erstmal unsere Strategie testen. Ja, es ist immer eine gute Herangehensweise, deine Strategie Schritt für Schritt zu erstellen. Ja. Was oft nicht so gut funktioniert, ist, wenn man alles auf einmal machen möchte, alle Features auf einmal implementieren möchte, weil dann wird irgendwo wahrscheinlich ein Fehler auftreten. Aber da man dann ja so viel schon implementiert hat, weiß man oft nicht genau, wo dieser Fehler dann wirklich aufgetreten ist. Deswegen empfiehlt es sich, seine Strategie Schritt für Schritt, Feature für Feature zu programmieren. In dem Fall wissen Sie dann ganz genau, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, muss es an dem neu hinzugefügten Feature liegen. Gut, um diese Strategie jetzt zu erstellen, klicken Sie auf diesen Knopf, der heißt Kompilieren. Und im Hintergrund wird jetzt diese Strategie kompiliert. Das heißt, der Maschinencode wird erzeugt und zu den Strategien im NinjaTrader hinzugefügt. Das dauert immer ein paar Sekunden. Und wenn es fertig ist, hören Sie dann ein Signal. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht übertragen werden. Aber es gibt einen Ton, der angibt, dass die Kompilierung erfolgreich war. Ja, und auch eine Dialogbox, wie jetzt hier. Strategie wurde erfolgreich generiert. Gut, testen wir sie. Dazu zurück zur Chart. Ich will jetzt erstmal diese Strategie, die voreingestellte Strategie, herausnehmen. Die Beispielstrategie entferne ich. Die war ja schon vom NinjaTrader vorinstalliert und wähle jetzt unsere CapTrader ME Crossover Strategie aus. Doppelklick. Und wie Sie sehen, haben wir jetzt zwei Nutzerparameter, einmal die Fast Period und die Slow Period mit 25 und 50 als voreingestellte Werte. Gut, wir klicken OK. Und wie Sie sehen,
sehen sie erstmal gar nichts. Tja, das kann durchaus öfter mal passieren beim Programmieren, dass es nicht sofort funktioniert, ist aber auch ganz normal. Wichtig ist jedoch, dass Sie wissen, wie kann ich diese Fehler, diese Probleme beheben. Gut, in dem Fall ist es relativ einfach. Wir gehen zurück zu unserer Strategie, zum Strategiedialog, öffnen unsere Strategie und sehen hier, dass diese Strategie nicht aktiviert ist. Ja. Das passiert ganz häufig, wenn man diesen Knopf hier nicht auswählt, aktiviert, passiert nämlich erstmal gar nichts auf der Chart. Also aktivieren wir sie und klicken auf OK. Gut, und wie Sie sehen, sieht es schon relativ ähnlich aus zu dem, was wir in der voreingestellten Strategie gesehen haben. Ja, wir sehen zum Beispiel hier, wenn der schnelle ME, die gelbe Linie über die grüne Kreuz, wird ein Kauf ausgeführt, wie Sie hier sehen, oder ich gucke mal kurz, ob ich eins finde. Wenn die gelbe Linie unter die grüne kreuzt, wird ein Verkauf, ein Short ausgeführt, ja, wie Sie zum Beispiel hier sehen. Sie sehen auch, dass alle Positionen am Ende einer Session, das ist diese vertikale gestrichelte Linie hier, geschlossen werden. Ja, das ist nicht immer eine gute Idee, weil so vielleicht Positionen viel zu früh zugemacht werden. Ja, wie kann man dieses Feature herausnehmen? Das ist relativ einfach. Wir machen einen Rechtsklick auf unsere Chart, gehen zurück zu Strategien, wählen unsere MA-Crossover-Strategie aus. Ja, bevor wir jetzt irgendwas ändern können hier, müssen wir diese Strategie zunächst einmal deaktivieren. Ja, dazu nehmen wir diesen Haken hier raus und klicken auf Anwenden. Ja, dann werden diese ganzen anderen Felder hier aktiv und diese können jetzt auch geändert werden vom Nutzer. In diesem Fall interessiert uns das Feld Exit zum Handelsschluss, ja, unter der Auftragshandhabe. Hier ist diese Checkbox gesetzt, das heißt, kurz vor Sessionende werden alle Positionen geschlossen. Ja, wenn wir diesen Haken herausnehmen, geschieht das nicht. Das machen wir jetzt einmal. Wir aktivieren unsere Strategie und klicken auf OK. Und wie Sie jetzt sehen, bleiben unsere Positionen über den Handelsschluss hinaus offen. Gut, soweit so gut. Wie können wir jetzt die hypothetische Performance dieser Strategie betrachten? Das hatten wir im letzten Webinar schon gesprochen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, eine Möglichkeit ist, diese Funktion über die Chart aufzurufen mit einem Rechtsklick und auf Strategie performant zu klicken, unsere Strategie auswählen und dann auf historisch klicken. Das machen wir jetzt einmal. Das wird jetzt ein neues Fenster eröffnen. Ja. Und hier sehen Sie die Performance unserer Strategie. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel, dass insgesamt 81 Trades ausgeführt worden sind, mit einem Nettogewinn noch vor Kommission von $4.700. Das sowohl Long als auch Short gehandelt worden ist. Ja. Okay. Spaßeshalber werden wir jetzt einmal dieses Exit zum Handelsschluss wieder reinnehmen und uns die Strategie noch, uns die Performance noch einmal angucken. Mal sehen, ob sich da irgendwas ändert. Gut. So, also wieder auf Strategien. Wir wählen unsere Strategie aus. Wir deaktivieren sie zunächst. Jetzt werden die Felder aktiv und nehmen jetzt wieder Exit zum Handelsschluss herein und klicken auf OK. Ja, und ich habe natürlich wieder das Aktivieren der Strategie vergessen. Also noch einmal zurück. Strategie auswählen und aktiviert diese Checkbox hier setzen und auf OK klicken. So, die Strategie wurde jetzt wieder neu auf die Chart angewendet. Und wenn wir jetzt auf Strategie Performance gehen, sehen wir, dass die Performance, etwas schlechter ist als mit der Option, die Strategie oder die Position über den Handelsschluss hinaus offen zu lassen. Gut, vielleicht wäre es sogar besser, wenn diese Option, die Position nicht zu schließen zum Handelsschluss, voreingestellt ist. Ja, das heißt, wenn man die Strategie neu auf die Chart anwendet, ist diese Checkbox nicht gesetzt als Voreinstellung. Wie kann man das erreichen? Dazu gehen wir zurück zu unserem Strategy Builder, ja, und navigieren zurück über diesen Zurückknopf hier,
ganz bis zum Anfang, ja, wo wir die Standardeigenschaften festlegen. Ja, wir erweitern diese weiteren Eigenschaften, ja, und sehen hier die Voreinstellung für diese weiteren Eigenschaften. Und hier sehen Sie, dass die Voreinstellung Exit zum Handelsschluss gesetzt ist. Ja, und wenn wir diesen Haken jetzt hier rausnehmen und auf Kompilieren drücken, was passiert dann? Dann wird es so sein, dass wenn die Strategie jetzt neu auf einen Chart angewendet wird, ist diese Option Exit zum Handelsschluss nicht mehr standardmäßig gesetzt. Ja? Und das wollen wir in diesem Fall hier auch erreichen. Gut, ich gehe jetzt ganz kurz zurück zu meinen Slides und mache eine kurze Nachbetrachtung von dem, was wir jetzt gerade geschafft haben. Ja? Eine Sekunde. So. Also wir haben uns mit der Moving Average Crossover Strategie befasst. Ja, und als erste Version, das ist wirklich unsere Einstiegsversion, haben wir eine Strategie erstellt, die kauft, wenn der schnelle Moving Average über den langsamen kreuzt und verkauft, wenn der schnelle MA unter den langsamen MA kreuzt. Und die Perioden für den schnellen und den langsamen MA können vom Nutzer frei gewählt werden. Ja, das funktioniert jetzt auch schon wunderbar in der Version 1 unserer Strategie. Ja, wir haben uns auch überlegt, welche Bedingungen zu welchen Aktionen führen müssen, um diese Strategie zu erstellen. Ja, also wenn der schnelle MA über den langsamen kreuzt, dann öffne eine Long-Position und umgekehrt öffne eine Short-Position, wenn der schnelle MA unter den langsamen MA kreuzt. Ein Profitziel und ein Stop-Loss haben wir zunächst einmal nicht festgelegt. Ja, das werden wir in späteren Versionen dieser Strategie noch tun. Okay. Gut, das war Version 1. Jetzt werden wir diese Strategie Schritt für Schritt erweitern, ja, um zu sehen, ob wir vielleicht noch ein paar neue Features reinbringen können. Also in Version 2 unserer Strategie, ja, die auf Version 1 aufbaut, werden wir jetzt ein neues Feature hinzufügen, wo die Position über den Handelsschluss hinaus offen gelassen wird. Standardmäßig. Das haben wir auch schon erledigt. Das hatte ich jetzt ganz vergessen, dass es die Version 2 war. Macht aber nichts, das haben wir über diesen Checkknopf Exit zum Handelsschluss schon erreicht. Gut, also dann weiter zur Version 3 unserer Strategie. Hier werden wir jetzt eine neue Benutzereingabe hinzufügen für die Trade-Größe. Ja? Das heißt, der Nutzer kann festlegen, was soll unsere Trade-Größe sein für einen Long-Einstieg und was soll die Größe sein für den Short-Einstieg, für die Leerverkäufe. Ja, sondern genauso wie die Perioden für die Moving Averages soll es eine Benutzereingabe sein. Gut, wie machen wir das? Dazu zurück zum Strategy Builder. Und wir navigieren zum Dialog Benutzereingaben, ja, wo wir auch jetzt schon unsere beiden Perioden als Benutzereingabe haben und fügen jetzt zwei weitere Benutzereingaben hinzu. Ja, einmal die Trade-Größe ja, für Kauf, lassen wir alles auf Deutsch, für den Kauf. Ja, sagen wir standardmäßig vielleicht eine Größe von 5, das kann der Nutzer frei gewählt werden. Es ist wie immer eine ganze Zahl, ja, und klicken auf OK und dann Trade-Größe Verkauf. Eine Sekunde, so. Für die Tradegröße für den Verkauf. Und hier sagen wir vielleicht standardmäßig soll das eine Größe sein von 3. Ja. Im Aktienmarkt ist es ja oft so, dass der tendenziell eher steigt als fällt. Vielleicht wollen wir dabei bei Kaufentscheidungen ein größeres Risiko eingehen als bei Verkaufsentscheidungen. Und klicken auf OK. So, jetzt haben wir jetzt diese beiden Nutzerparameter hinzugefügt. Jetzt müssen wir noch festlegen, wie diese Nutzerparameter dann in unserer Logik wiederverwendet werden. Dazu klicken wir auf Nächstes und gehen jetzt wieder zu unserem Dialog, wo wir die Bedingungen und die Aktion festlegen. Ja, wie Sie sich erinnern, wenn der schnelle MA über den langsamen kreuzt, wird ein Kauf durchgeführt. Ja, wie Sie jetzt hier sehen, wird dieser Kauf, so wie wir es bis jetzt festgelegt haben, erfolgt dieser Kauf für die Default Quantity, praktisch die Standard-Trade-Größe. Das wollen wir natürlich jetzt ändern. Es soll jetzt nicht mehr die Standardgröße sein, sondern die Größe, die vom Nutzer festgelegt worden ist. Dazu klickt man hier auf Set bei der Anzahl. Ja, Set. Jetzt wählen wir hier
und der Benutzereingabe unsere Tretgröße Kauf aus. Und klicken auf OK. Dann wieder auf OK. Und wir machen das Gleiche für den Verkauf. Ja. Hier wollen wir auch nicht mehr die Standardgröße verwenden, sondern die Größe, die vom Nutzer vorgegeben ist. Ja, wieder runter zu den Nutzereingaben, Tretgröße, Verkauf und OK. So einfach geht es. Ja. Jetzt werden praktisch die Tretgrößen vom Nutzer bestimmt. Ja. Und die Standard-Tretgrößen werden nicht mehr verwendet. Ja. Um diese Strategie jetzt neu zu erstellen, klicken wir wieder auf Kompilieren. Ja, das dauert jetzt wieder etwas länger. Und ich gehe in der Zwischenzeit schon wieder zurück zu unserer Chart. Ja. Jetzt warten wir kurz. Ja, er kompiliert immer noch. Ja, wenn man viele Strategien auf seinem Ninja-Trader hat, dauert die Kompilierung immer etwas länger. Das kann schon ein paar Sekunden dauern. Und wenn dann alles erfolgreich ist, werden Sie wieder ein Dialogfenster sehen, wie zum Beispiel hier, dass die Strategie erfolgreich neu erstellt worden ist. Gut, das heißt aber jetzt noch nicht, dass diese Strategie automatisch auf diese Chart neu angewendet wird. Ja? Das muss man dem NinjaTrader explizit mitteilen. Dazu einmal Rechtsklick auf die Chart und ganz unten gibt es eine Option NinjaScript neu laden oder auch F5. Ja, das ist wichtig, weil ohne diese Option, wie Sie zum Beispiel jetzt hier noch sehen, sind die Tretgrößen immer noch standardmäßig auf 1 gesetzt, ja, weil die Ninja-Strategie nicht neu geladen worden ist, ja, unsere neue Version. Aber wenn Sie jetzt hier auf NinjaScript neu laden klicken, wird die Strategie neu geladen und als Resultat sehen Sie jetzt hier, dass unsere Tretgrößen ja, sich geändert haben. Ja, für den Kauf ist eine Tretgröße von 5 und für den Verkauf, wie man zum Beispiel hier sieht, eine Tretgröße von 3. Und diese Größen können natürlich jetzt auch über den Nutzer selbst geändert werden, indem wir den Strategiedialog aufrufen. Doppelklick auf unsere Strategie, sie zunächst deaktivieren. Wir klicken auf Anwenden und hier können wir jetzt die Tretgrößen festlegen. Zum Beispiel können wir sagen, ja, für den Kauf wollen wir eine Tretgröße von 10 haben und vielleicht für den Verkauf eine Tretgröße von zum Beispiel 15. Ja. Aktivieren Sie wieder, klicken auf OK und wie Sie jetzt sehen, ja, wird der Kauf jetzt mit einer Größe von 10 gemacht und der Verkauf mit einer Größe von 15. Gut, soweit, so gut. Gibt es Fragen? Unterbrechen Sie mich gerne, falls es Fragen gibt. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen. Ich habe eine Frage, Daniel, wenn ich ehrlich bin. Wo sind denn da die Grenzen? Du beschreibst jetzt ein bisschen im Endeffekt die Parametereinstellungen oder Kreieren von den Parametern. Wo siehst du wirklich, wo steht dann dieser Strategy Builder an? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen, dass sich die Teilnehmer das vorstellen können. Was kann man oder wo hakt es dann wirklich? Wo ist dann besser zu programmieren? Wenn die Einstiegsbedingungen sehr komplex werden, ja, in unserem Fall sind sie natürlich sehr einfach, es gibt nur eine einzige Bedingung in diesem Fall, die erfüllt werden muss und dann wird ein Kauf durchgeführt, dann geht's. Wenn diese Bedingungen jedoch sehr kompliziert sind, wenn die vielleicht noch auf vorherige Trades aufbauen oder dass, wenn man zum Beispiel in eine Position rein skalieren möchte oder rausskalieren, das kriegt man mit diesem Strategy Builder zumindest in dieser Version nicht hin. Das was ist mit Multi-Time-Frame? Systemen, sage ich mal. Ja, angenommen, wir haben ein Daytrade-System, aber wir haben den Tageschart dahinter. Gibt es brauchbar mit dem Strategy Builder? Ich denke schon, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, was gehen würde zum Beispiel ist, wenn man jetzt, sagen wir für diese Strategie, diese Moving Average Crossover Strategie, nicht den ME des aktuellen Charts nehmen möchte, sondern vielleicht den ME vom Daily Chart oder von einem stündlichen Chart. Das würde durchaus gehen. Das kann man hier auch im Strategiebild selbst festlegen, wenn man praktisch den Indikator spezifiziert. Ich gehe mal ganz kurz dazu zurück. Nur als Beispiel. Ja, unsere Bedingung hier, nehmen wir diesen SMA und eine Sekunde. Ja, und hier kann man als Inputreihe festlegen, welche Datenreihe hier genommen werden soll als Berechnungsgrundlage. Ja. Und hier könnte man praktisch auch angeben, ich möchte jetzt gerne eine Datenreihe nehmen, die nicht meiner Chart-Datenreihe entspricht. Das würde durchaus gehen. Das kriegt man hin, aber viel drüber hinaus geht es da nicht. Ich könnte jetzt beispielsweise schon sagen, Daniel, okay, die Vortagskerze war positiv, ich darf jetzt long gehen, beispielsweise auch unterm Tag.
Das kriegt man hin, das kriegt man durchaus hin, ja. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage von Heinz. Was passiert denn, wie passiert das Schließen der Position? Vielleicht auch ein bisschen was. Gibt ja, ja Exit und Session Close als Beispiel bei dieser einfachen Strategie. Jetzt vielleicht gibt es da auch Ansätze dazu. Ja, also wenn man Strategien mit diesem Strategy Builder erstellt, werden wird das Auftragsmanagement im sogenannten Managed Mode durchgeführt. Das heißt praktisch, sobald man eine Kaufsposition aufmacht, wird jegliche vorherige Verkaufsposition automatisch geschlossen. Das braucht man auch nicht angeben. Explizit, das passiert implizit in der Logik. Wenn man programmiert, kann man diesen Managed Mode umgehen und dann auch festlegen, zum Beispiel, dass wir vielleicht, wenn eine Position schon offen ist, dass wir die nur teilweise schließen und dann irgendwie long gehen wollen. Das könnte durchaus gehen. In diesem Fall aber im Managed-Mode wird bei einem Kauf jede vorherige Short-Position geschlossen und auch umgekehrt bei einem Verkauf wird jede vorherige Long-Position erst einmal geschlossen. Das sehen Sie hier auch auf der Chart. Ups, eine Sekunde. Aber das Programm, die Strategie macht das alles selber. Ja, also man muss. Das ist implizit mit drin, ja, genau. Also wenn ein Verkauf, eine Verkaufsaktion durchgeführt wird, wird vor immer diese Position noch geschlossen. Das geht auch nicht anders. Ja. Das ist automatisch mit drin im Ninja Trader. Okay. Das braucht man nicht explizit angeben. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Also die Trade-Verwaltung oder wie die schließen wollen, war jetzt eine Frage von Heinz, genau. Okay, super. Wenn es keine Fragen gibt, dann stellen wir jetzt noch eine dritte oder eine vierte Version unserer Strategie. Und ich erkläre Ihnen ganz kurz, was wir da vorhaben in unserer Version 4. Ja, als nächstes Feature werden wir jetzt einen weiteren Nutzerparameter oder zwei weitere Nutzerparameter hinzufügen, die Trade-Richtung einschränken. Ja, zum Beispiel kann man durch diese Nutzerparameter festlegen, dass diese Strategie nur long handeln soll. Oder im anderen Fall nur short handeln soll. Ja. Gut, wie kriegen wir das hin? Gehen wir zurück zu unserem Strategy Builder. Den habe ich jetzt leider geschlossen. Dazu einmal ganz kurz zurück zum Kontrollzentrum. Neu und Strategy Builder, um diesen neu zu eröffnen. Das öffnet jetzt ein neues Dialogfeld in ein paar Sekunden. Ja. Das ziehe ich jetzt ganz kurz hier rein. Und in diesem Fall wählen wir jetzt unsere schon erstellte Strategie aus, die CTMA Crossover. Ja, jetzt wird die geladen und wir klicken auf Nächstes. Gut, und navigieren zu unseren Nutzereingaben. Ja, hier haben wir schon die Perioden und die Tradegröße. Jetzt fügen wir zwei weitere Nutzereingaben hinzu. Ja, in diesem Fall nehmen wir die erste, sagen wir Long Only, dass man nur kaufen darf in der Strategie, aber nicht verkaufen, also keine Short-Position eingehen. Ja. Und das soll eine Checkbox sein. Okay, was ist der Datentyp für solche Checkboxen? Wenn Sie sich erinnern, also eine Checkbox ist entweder gecheckt oder nicht gecheckt. Entweder ja oder nein. Was ist der Datentyp dafür? Das ist der sogenannte Boolean-Datentyp, ja, der entweder der nur wahr oder falsch sein kann. Ja oder nein. Gecheckt oder nicht gecheckt. Ja, den wählen wir jetzt hier aus. Ja, und standardmäßig werden wir den als nicht gecheckt einstellen und klicken auf OK. Und jetzt machen wir das gleiche auch noch für unsere Short-Only-Position. So, Short-Only. Hier wählen wir auch wieder, hier wählen wir auch wieder Bool als Datentyp aus und klicken auf OK. Oh. Und standardmäßig sollte er nicht gecheckt sein. Ja, genauso wie bei unserem Long-Only-Parameter. Und gehen jetzt zu unseren Bedingungen und Aktionen. Okay, überlegen wir einmal. Wenn jetzt unser Long-Only-Parameter gecheckt ist, soll ja keine Short-Position aufgebaut werden. Stimmt's? Okay, in diesem Fall müssen wir die Bedingungen für unsere Short-Position etwas strenger gestalten. Ja? Unsere vorherige Bedingung ist, dass der schnelle MA unter den langsamen MA kreuzt. Das reicht jetzt aber nicht mehr aus. Ja? Die Bedingung muss noch da sein, aber wir müssen eine zusätzliche Bedingung hinzufügen, dass zur gleichen Zeit nicht der Long-Only-Parameter oder die Checkbox angekreuzt ist. Ja? Das darf ja nicht sein. Und wenn die angekreuzt ist, ja, dann darf ja keine Short-Position aufgebaut werden. Wie kriegen wir das hin? Wir klicken hier auf Hinzufügen, um eine neue Bedingung hinzuzufügen.
Ja, wir wählen Benutzereingabe aus, weil die Bedingung kommt ja vom Nutzer und wählen jetzt unsere Long-Only-Parameter aus, der nicht zutreffen darf, ja, der nicht gecheckt sein darf. Ja, wählen den aus. Der darf nicht, und jetzt gehen wir hier auf divers, der darf nicht zutreffen. Und wählen hier den Wert zutreffend aus, der schon vordefiniert ist. Ja? Long only darf nicht zutreffen, der darf nicht angekreuzt sein. Und klicken auf OK. Genau das gleiche machen wir jetzt für unsere Kaufentscheidung. In dem Fall darf der Short only Parameter nicht gecheckt sein. Wir klicken wieder auf Hinzufügen, gehen zu divers, scrollen runter zu Benutzereingabe, wählen unseren Short-Only-Parameter aus, der nicht gleich zutreffend sein darf. Ja? Der nicht zutreffend sein darf, das kriegt man hier. Short-Only darf nicht gleich zutreffend sein. Ja? Hört sich ein bisschen krumm an, wird aber so spezifiziert. Und wir klicken auf OK. Jetzt kompilieren wir neu und wir testen unsere Strategie nochmals. Dazu wieder zurück zu meiner Chart. Ja, wir warten, bis die Strategie neu erstellt worden ist, was jetzt jede Sekunde soweit sein sollte. Und dann laden wir sie neu. Na komm. Super, neu erstellt. Ja, wir drücken F5, um den Ninja-Code neu zu laden. Ja, sagen okay. Und wenn wir jetzt über Rechtsklick auf unsere Strategieparameter gehen, eine Strategie auswählen, sehen Sie jetzt hier, dass wir standardmäßig zwei weitere Parameter haben, Long Only und Short Only, die aber standardmäßig nicht angekreuzt sind. Das haben wir so festgelegt, dass standardmäßig dieser Parameter nicht gesetzt sein soll. Aber wenn wir jetzt praktisch den Parameter anwenden möchten, ja, deaktivieren wir unsere Strategie zunächst und können zum Beispiel Long Only hier auswählen. Ja, wir aktivieren unsere Strategie und wenden sie an. Okay, so, was sehen wir hier? Ja, Sie sehen zum Beispiel hier, dass unsere Strategie nur long geht. Ja, also wird nur gekauft, wenn der schnelle ME über den langsamen kreuzt, aber nie verkauft. Unsere einzigen Verkaufsentscheidungen passieren zum Sessionschluss. Ja, sieht man hier auch, dass zum Sessionschluss, das hatten wir jetzt so angestellt, unsere Position wieder geschlossen werden soll. Ja. Und das Gleiche würde passieren, wenn wir jetzt diesen Short-Only-Parameter ankreuzen, dann würde nur verkauft werden und niemals gekauft. Ja? Kurze Frage an das Publikum. Was würde passieren, wenn wir jetzt beide Parameter ankreuzen, Long-Only und Short-Only? Ja? Was denken Sie? Ja, ich kann das mal probieren und klicke auf OK. Und wie Sie sehen, wird jetzt überhaupt nichts passieren. Ja, dann haben wir praktisch der Strategie gesagt, sie soll überhaupt nicht mehr handeln, weil Short Only und Long Only, mal zu gleich angekreuzt, dann werden gar nichts mehr durchgeführt. Und wenn jetzt praktisch beide Parameter nicht aktiviert sind, ja, dann handelt unsere Strategie wie vorher, dass praktisch Long Position und Short Position eingegangen werden. Ich kreuze jetzt noch einmal nur diese Long-Only-Option an und zeige Ihnen noch eine weitere Einstellung, die durchaus nützlich ist. Ja? So, wie Sie sehen, als Erinnerung, wenn jetzt nur Kaufposition eingegangen, ja, obwohl zum Beispiel hier kreuzt, eine schnelle ME über den langsamen, wir kaufen, und hier hinten kreuzt unsere schnelle ME wieder über den langsamen, aber hier passiert nichts. Ja? Warum ist das? Das ist auch eine Voreinstellung im Ninja Trader, dass nur eine Position maximal in die gleiche Richtung eingegangen wird. Ja? So, wie können wir das jetzt erweitern? Dazu gehen wir zurück zu unseren Strategieparametern. Ja? Wir wählen unsere Strategie aus. Wir deaktivieren die Strategie und scrollen jetzt runter zur Auftragshandhabe. Und hier gibt es einen Parameter, der heißt Einstiege pro Seite. Ja, standardmäßig ist der auf 1 gesetzt. Das heißt, man kann praktisch nur einen Einstieg pro Kauf oder einen Einstieg pro Verkauf durchführen. Wenn wir diesen Wert jetzt höher setzen, zum Beispiel auf 5,
und die Strategie neu aktivieren, werden Sie sehen, dass jetzt pro Seite mehr Käufe und Verkäufe durchgeführt werden. Ja, zum Beispiel kaufen wir jetzt auf bei diesem Cross und dann wieder bei diesem Cross. Gut, dann haben wir unsere Position geschlossen. Aber so sehen Sie, dass jetzt mehrere Käufe und Verkäufe pro Session durchgeführt werden. Ja? Zum Beispiel hier auch einen Kauf hier, einen weiteren Kauf hier und dann zum Sessionschluss wird unsere Position wieder geschlossen. Okay, standardmäßig ist dieser Parameter auf 1 eingestellt. Wenn Sie diesen Parameter oder die Standardvorgabe ändern möchten, gehen Sie zurück zu Ihrem Strategy Builder, ganz zurück zum Anfangsdialog, wo Sie die Standardeigenschaften festlegen. Und hier gibt es ein Feld Einträge pro Rechnung. Ja, und der Standardwert ist hier 1. Wenn Sie diesen Wert standardmäßig ändern möchten, zum Beispiel auf 5, geben Sie eine andere Zahl an und kompilieren Ihre Strategie neu. Gut, ich denke, damit belassen wir es für heute mit der Programmierung. Wie Sie gesehen haben, lassen sich mit dem Strategy Builder relativ einfach und vor allem sehr schnell Strategien erzeugen. In einem zweiten Teil zu diesem Webinar werden wir dann darauf weiter aufbauen und ein paar komplexere Strategien mit diesem Strategy Builder erzeugen. Okay, zu guter Letzt möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wenn Sie sich, und ich scroll jetzt ein bisschen vor, wenn Sie sich über unsere Seite anmelden, erhalten Sie kostenlos unsere Matcha-Strategie. Ja, diese Strategie haben wir nicht über den Strategy Builder erstellt, die wurde programmiert, ist aber durchaus sehr interessant. Ja, ist eine Strategie, die ein Muster handelt, das wir entdeckt haben. Ja, und das sich als sehr profitabel herausstellt für beides, für Kauf- und Verkaufseinstiege. Unsere Strategie funktioniert auf Aktien sowie auf CFDs und Futures. Wenn Sie sich registrieren bei uns, erhalten Sie kostenlos die Lite-Version unserer Strategie, die folgende Symbole handeln kann. Und wenn Sie an der Vollversion interessiert sind, dann können Sie uns gerne schreiben und wir teilen Ihnen dann mit, wie Sie diese Vollversion erhalten können. Wir haben diese Strategie auch getestet in unserem Tool, das heißt Trustfolio. Das stelle ich Ihnen ganz kurz hier einmal vor. Hier haben wir diese Strategie auf 15 Symbole angewendet in einem Portfolio. 5 Futures-Symbole, die E-Mini zum Beispiel, die Nasdaq-Futures und noch ein paar andere, sowie 10 große Aktien-Symbole. Und als Portfolio, wie man hier sehen kann, ist diese Strategie durchaus sehr profitabel. Ja, wir haben sie für Sie schon voroptimiert. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns registrieren. Probieren Sie die Strategie aus und schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback. Apropos Feedback, wie Sie wissen, hören wir gerne auf unsere Zuhörer, falls Sie Interesse haben an Themen, die wir bis jetzt noch nicht geplant haben. Bis jetzt haben wir noch 2 Webinare ausstehend. Einmal den Marktscanner, den wir am 2. Juli bearbeiten und dann Teil 2 unserer Ninja Trader Strategie nach dem Baukastenprinzip. Falls Sie darüber hinaus Interesse haben an Themen, schreiben Sie uns gerne. Wir hören Ihnen gerne zu. Falls Interesse besteht, arbeiten wir gerne ein solches Thema für Sie aus und präsentieren Ihnen das dann auch in einem Webinar bei CapTrader. Gut, also hier ist unsere Webseite. Registrieren Sie uns, schreiben Sie uns. Wir hören Ihnen gerne zu und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Feierabend, ein schönes Länderspiel heute Abend bis bald. Christoph, willst du noch was sagen zum Schluss? Vielen Dank, liebe Leute. Bitte nehmt weiterhin teil an den Webinaren. Wenn ihr zu Ninja Trader was wissen möchtet, hört euch das an. Wie gesagt, das ist so ein Einsteiger-Webinar heute, was wir hier gemacht haben, dient einfach dazu, um eine Basis zu legen für komplexere Dinge. Der Daniel, meines Erachtens, bringt das ja gut rüber. Genau, schaut euch das an und nehmt bitte auch weiterhin teil. Wir werden auch weitere Webinare eben machen. Und daher bitte wünsche ich euch einen schönen Abend und werden uns dann hoffentlich bald in ein paar Wochen wiedersehen. Okay, alles Gute, bis dann. Tschüss. Ciao.